Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World 2 Yoshi's Island. Wir befinden uns hier in der Festung 6-4. Das ist die scheinbar letzte Mittelpunktfestung. Also Mittelfestung. Stegos Festung. Oh, Stego. Hier ist wieder vom backenden Hintergrund, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das merkt man scheinbar immer daran, dass... Ja, dass auch das Bild so komisch wackelt. Stimmt ja, die kann ich ja nur besiegen, wenn meine Eier irgendwo abprallen und die gerade auf mich zufliegen. Ah, da kann ich mich bouncen. So, ja, das da unten will ich jetzt gar nicht haben. Ich will eigentlich bloß sicher hier durchkommen. Wie werde ich euch jetzt am besten los? Gar nicht. Was? Ihr seid so viele? Okay, muss ich euch allein halt rauslocken. Oh, Feuerschranken. Man merkt, dass ich langsam Bowser aus der Nähe komme. Nein, ja, irgendwie, keine Ahnung. Boing! So, was ist jetzt? Halt die Fresse. So. Und runter. Hier braucht man einen Schlüssel. Muss ich den Schlüssel besorgen? Was ist das da? Oder kann man drauf stehen? Kann man da auch irgendwas machen? Nö. Okay. Sind also einfach nur Plattformen. Ganz gewöhnliche, unbedeutende. Minibus? Das sieht aus wie ein Minibus. Tatsächlich, das war ein Minibus. Ihr drückt jetzt den Schlüssel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So. Sehr geil. Also die Idee war cool. Juhu! Sterne! En masse! Ja, ich habe ganz genau gewusst, dass sie zu Sternen werden. So. Was kommt jetzt? Epische Bossfight. Ne, nur eine Buu-Passage. Oh. What the fuck? Kanalisation. Ist deswegen Mario Klempner geworden, weil er durch diese Passage musste? Ist das euer Ernst? Für ein paar Münzen soll ich mich jetzt da durchboxen. Und für mehr nicht, natürlich. So, das heißt, ich muss in irgendeine dieser Röhren rennen. Tatsächlich. Wo komme ich denn jetzt hin? Oh Mann, warum muss ich jetzt in der Kanalisation sein? So. Haha, ja natürlich, voll die Verarsche. Ich weiß schon, warum Mario Klempner geworden ist. Nee. What the hell? Hallo Maus, auf Wiedersehen Maus. Nach links? Das ist bestimmt auch wieder eine verarsche Sackgasse. Oh, das ist wieder so ein Gegner. Bye.
Kann ich dich besiegen ohne Eier? Scheinbar nicht. Tja, ich weiß nicht, ob ich dich besiegen muss, aber ich könnte es fast wetten. So wie ich das Spiel inzwischen kenne. Na, komm raus. Kommst du nochmal? Dann halt nicht. Ich könnte fast wetten, dass der wieder so einen Schlüssel droppt und ich krieg's halt nicht. Mann. Oh, hier kann man Eier kriegen. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. So. Gehen wir gleich nochmal rein, um uns noch ein Ei zu holen. Weil mir fehlt ja noch ein Ei. Jo. Ich mache mir gerade Sorgen, weil ich in Skype nicht auf beschäftigt gestellt bin. Ah. Hoffentlich werde ich jetzt nicht angeschrieben, obwohl es ist 2 Uhr nachts. Wer schreibt mich bitte 2 Uhr nachts denn an? Ich hoffe niemand. Ah. So. Och, du Idiot! Du bekloppter, dämlicher... Ach, du bist ja nicht mal der Klempner, du bist ja nur ein Yoshi. Oh. Das ist doch nicht so fassen, da rennt er einfach ihre Röhre zurück. Da muss ja teilweise auch irgendwo grenzdebil dafür sein, oder? Ich wette, ich muss das Vieh besiegen. Ich will jedenfalls wissen, was passiert. Oder es gibt nur eine Blume, das könnte auch sein. Es gibt ja so nur einzelne Räume, wo es nur eine Blume gibt. Oh. So eine Räume freue ich mich auch jedes Mal. Nicht. Hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. So, Miniboss, was gibst du mir? Bitte keine Blume. Ja, ich habe es doch gewusst, einen Schlüssel. Und den Schlüssel werde ich hundertprozentig brauchen. Und ich ahne auch schon wo. Nämlich hier links. Ich habe es gewusst. Ich werde noch angeschrieben. Was? Da komme ich nicht lang. What the? Wo dann? Jo. Hier hoch. Ah. I see, I see. Ah, okay, das war eine Schlüsselröhre. What the fucking hell? Es entschuldigt, dass ich jetzt so ein Skype-Geräusch drin hatte im LP, aber unvorbereitet wie ich war, habe ich schön gefailt, was das angeht. Nein. Ich soll das mit diesen komischen Floß machen. Oh mein Gott, das wird ja ein Spaß. Hoffentlich kommen jetzt keine Podobos. Bäh, Podobos. Ich bin schon wieder seit 10 Minuten am Werkeln in diesem Schloss, ey. Es ist unfassbar. Vor allem Holz über Lava. Wie logisch. Das wird auch nicht verbrennen oder so. Ey, wie lang geht denn der Weg? Oh.
Heieieiei. Oh, ey, sag mal, so langsam kann der Weg doch mal enden, oder? Oh, jetzt kommt noch Twibone-Fische oder was? Oh, meine Fresse. Hat das lange gedauert, ey. Das, wie lange bin ich jetzt hier gefahren? Über eine Minute oder so? Endboss? What the fuck, jetzt? Dieses Spike-Vieh? Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst, aber jetzt ist endlich Schluss. Ich mach dich fertig. Ja, ich sehe schon, wie ich ihn besiegen muss. Da, 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 da. Haha. Oh, es tut mir aber leid. Nicht. Also tut mir leid, wenn du so blöde bist und direkt reinspringst. Ich hab nur ein Loch gemacht. Es ist... Ey, ich hab das Gefühl, die Endbosse werden immer lächerlicher am Ende. Ey, es ist ja unfassbar. Oh. Wow. 6-5. Gut, das Level gehen wir noch rein. Wir haben ja noch ungefähr 7 Minuten. Ab in die Nebelgrotte. Oh, es ist ein Scrolling-Level. Oh nein. Das will ich bitte beim ersten Mal direkt schaffen. Das wäre richtig scheiße, wenn nicht. What the fuck? Jetzt wird's eisig oder was? Eine Lava-Höhle, wo es eisig wird. Ist klar. Natürlich. Warum nicht? Völlig normal. Mit Scrolling natürlich. Ach ja, wie viel Spaß es doch macht, Scrolling zuzugucken. Ey, das ist echt... Das ist eine Erfüllung eines Lebenstraums. Wie ich diese Feuerdinger mag. Die sind auch so richtig toll. Dreimal Feuerspeile spucken für den Arsch. So. Yikes. Da, da, da. Wo lang? Nach unten? Ja, nach unten. Oh, zu viel. Warum ist ein Scrolling-Level auch dann immer noch gleich so ein bisschen extra schwer? Ja, super. Die Münze zu erreichen im... Ach, da unten kann man sie auch nochmal erreichen. So. Ja, komm du, reiß ruhig her, du kleiner Stein. Was ein Spaß. Och, wie ich Scrolling-Level doch liebe. Ganz ehrlich, mein ganzes Leben besteht daraus, dass ich Scrolling-Level gerne spielen wollte. Ach. Aber auch bei Scrolling kann man nicht unbedingt sagen, schlechtes Level-Design, weil es ist so. Also jedenfalls kein schlechtes Nintendo-Level-Design, weil... kann man auch nicht sagen, dass es kein Nintendo-Level-Design wäre. Genauso wie wenig wie manche Runs. Weil einfach mal das in normalen Nintendo-Leveln eingebaut wurde. Und auch egal, wie man es hasst, es gehört einfach dazu. Trotzdem finde ich, es ist eines der dümmsten Features, die es in jedem Mario und jedem anderen Spiel gibt. Ich kapiere nicht, warum man es immer wieder einbaut, wenn man doch sowieso weiß, wie scheiße der Track ist. Und wie langweilig. Ich meine, in Kaizo Mario zum Beispiel, da ist das Scrolling wenigstens noch halbwegs interessant. Da ist es einfach nur ultra schnell. Da muss man halt wirklich gut reagieren. Aber hier schläft man halt auf dem Weg ein. Oh, ich darf weiterspringen.
Okay, wo jetzt lang? Unten? Ja, gehen wir unten lang. Ich habe das Gefühl, das Calling-Ding tut mich gerade im Kreis führen, aber das kommt mir nur so vor, oder? Ich hoffe es jedenfalls, weil so langsam würde ich doch gerne mal ein Ende dieses Levels sehen. Ach du Scheiße, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Einfach springen? Okay. Juhu! Vor allem, hatte ich jetzt gerade schon den Mittelpunkt oder sowas? Nee. Ei. Oh, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Oh, und ich krieg sie nicht mehr. Weil ich sie verkackt habe. Aber ich denke mal, ich kann noch anders noch lang, weil die Tür wird nämlich rausgesquirlt. Rühre. Ja. Okay. Hört das Calling jetzt auf? Ja, es hört auf. Oh, danke, 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 danke. Endlich kann ich wieder ganz normal. Nein! Oh. Ach, wenigstens quält es mal ein bisschen schneller. Ach, wie toll ist denn das? Nicht. Oh, jetzt werden diese ganzen Möwenviecher hier zur Plage, oder was? Das ist jetzt praktisch ein Scrolling-Ding, wo man die ganze Zeit diesen Viechern ein Problem hat, oder wie? Jetzt habe ich hier schon die 90% der ganzen Armee kaputt gemacht. Toll, toll, und die restlichen sterben durch einen Stein. Ach, jetzt kommen die random, ich falle mal kurz runter, Steine. Vor allem immer vor der Nase. Mhm. Natürlich. Yes, yes. Danke sehr. Ich darf diesen Scrolling-Fuck nochmal machen. Hurra, weil er nicht springt. Ach ja, Yoshi. Was haben wir doch noch alles zusammen erlebt? Komm, mach schneller. Ich muss trotzdem wieder schnarchen, meine Fresse. Eigentlich sind diese komischen toten Möwen völlig rain, weil ganz ehrlich, ich sterbe sowieso nachher durch den Stein. Ich kann sie auch am Leben lassen und dann zugucken, wie sie qualvoll und durch einen Stein überrollt werden. Da, jetzt. Bam, 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 bam. Oh yeah, ich bin so ein Sadist. Oh, da fallen Steine vom Himmel. Wenn ich jetzt auch noch ordentlich springen kann und dann nicht irgendwie sich... schon wieder, denkt er sich, nö, ich spring von dem Stein nicht ab. Nein. Nein. Hätte ich jetzt meine Mimik sehen müssen, das wäre Schritt. Oh, boah. Okay. Kein Problem. Wir haben noch eine ganze Minute und ich habe die nächste, die dritte Skype-Party. Boah, ich krieg eine Macke gerade. Da, da. Da, 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 da. Warum habe ich mich nicht auf beschäftigt gestellt? Ich habe vor der Aufnahme noch überlegt. Jetzt habe ich die Aufnahme gestartet. Soll ich schon wieder die Aufnahme löschen? Und die 3 Sekunden löschen und dann nochmal die Aufnahme starten? Bloß, weil ich mich vergessen habe, auf Skype beschäftigt zu setzen. Sonst schreibt mich nie jemand an während der Aufnahme. Niemals! Und vor allem doch nicht 3 Uhr nachts. Oder, naja... 2:30 nachts. So, so habe ich gedacht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, weißt du, dann kannst du ja heute das mal als Ausnahme ohne Dingens machen. Und dann werde ich gleich 2-3 Mal angeschrieben. Wow. Oh, Ziel, 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 Ziel. Ich kann den Port beenden. Wuhu. Oh, danke, danke, danke. Und es passt perfekt in 20 Minuten ungefähr, fast so ungefähr, bla. la. 77 Punkte. Aha, ja, mir doch egal. 6-6 würde jetzt irgendwas mit Ghost Shy Guys sein. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.